Hi, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1 2016. Der Entwicklungsbericht ist mittlerweile wahrscheinlich im Müll gelandet. Training ist absolviert hier in Bahrain. Heißt, wir hören uns jetzt erstmal an, was wird erwartet. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Als 18. oder besser qualifizieren und Grosjean besiegen. Alles klar, als 18. oder besser qualifizieren müsste eigentlich möglich sein. Ich glaube, die haben die Ziele extra runtergesteckt, weil wir das letzte Mal rausgeflogen sind. Dazu gibt es natürlich, also gibt es jetzt noch eine klitzekleine Information. Denn mir ist ein kleines Malheur passiert. Dieses wunderbare Spiel hat das Rennen in Melbourne nicht gespeichert. Kann man hier, glaube ich, am besten sehen, denn Max Verstappen hat nur 18 Punkte, ist nur Zweiter geworden, denn ich musste dieses Rennen leider wiederholen. Und bei dieser Wiederholung wollte mein Aufnahmeprogramm nicht aufnehmen. Heißt, ich habe zwar jetzt das Rennen aufgenommen, das erste Rennen aufgenommen, allerdings ist das zweite jetzt die Wertung. Dafür entschuldige ich mich natürlich, aber kann man jetzt halt leider auch nicht mehr ändern. Das einzig Gute daran ist, wir stehen immer noch mit 0 Punkten da, denn auch im zweiten Rennen bin ich rausgeflogen. Ich mag Melbourne einfach nicht. So. Achso, ich wollte jetzt nicht aus dem Laptop rausgehen. So. Forschung und Entwicklung, können wir da irgendwas Grandioses machen? Nee, Treibstoffeffizienz ist viel zu gering. Luftwiderstand. Luftwiderstand könnten wir upgraden. Oder wir warten bis Spanien, um dann voll abzugraden. Ja, das würde ich sagen, machen wir. Dann gehen wir jetzt ab ins Qualifying. Die Fahrer und ihre Wagen stehen bereit und sie sind hoffentlich gespannt auf das Qualifying, das hier in Bahrain gleich losgehen wird. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. In der Vergangenheit haben wir oft genug erlebt, wie heikel die erste Kurve sein kann. Im Training oder im Qualifying spielt das Ganze keine Rolle. Aber wenn es für so viele Piloten um wichtige Plätze geht, sieht das Ganze gleich viel kritischer aus. Besonnenere Fahrer werden es langsam angehen, um Kollisionen zu vermeiden. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach wäre. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ist das Auto-Setup passt? Alles klar. Wie sieht's Wetter aus? Sollte nicht regnen, aber gut, wir sind ja auch in der Wüste. Warum soll's da regnen? Dann würde ich sagen, ab auf die Strecke. So. Q2 sollen wir also erreichen. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Im Training sah das Auto eigentlich sehr gut aus. Bahrain ist so irgendwie meine Lieblingsstrecke. Also ich fahre hier sehr gern.
Ich fahre ja auch immer schnell. Zumindest bisher. Wahrscheinlich ändert sich das jetzt genau heute. Aber die Strecke liegt mir einfach. Deutlich mehr als Melbourne. Und dann halt noch dazu, dass man bei Nacht fährt. Das Einzige, was das noch toppen könnte, wäre, wenn man auch hier in Bahrain, wie in Abu Dhabi, bei Tageslicht anfängt zu fahren und dann bei Nacht das Rennen beendet. So. Diese Runde ist gleich mal wieder für die Tonne. Doch nicht. Ja, da habe ich die Kurve wieder zu eng genommen. Das nimmt den Speed dann aus rechts links raus. Ja, das wird trotzdem eine gute Runde, mit der wir ins Q2 kommen sollten. Ja. 1:35.1. Und damit würde ich sagen, hat sich Q1 jetzt auch schon erledigt. Ich glaube nicht, dass 16 Fahrer unter 1:35.1 kommen. Da poker ich jetzt einfach mal. Ja, Danny Ricciardo. Ich weiß nicht, ist der eine schnelle Runde gefahren? Also eine wirklich perfekte schnelle Runde? Das war dann schon ein bisschen krass. Das waren jetzt ja nur 3/10, die hinter Ricciardo waren. Oder sind. Oh. Ups. Na ja, egal, warte ich jetzt hier jetzt so ein bisschen. Na, wo sind denn meine Mechaniker? Jetzt auch.
Schön die Heizdecken drüber. So, gucken wir doch mal. Ich bin noch auf Platz 1. Ey, Quatsch. Dritter jetzt. Da muss ich hin. Das sind nur 3 Zehntel hinter Vettel und Ricardo. Und Grosjean. Ja, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Würde ich sagen, einfach mal vorspulen. Mal rausfahren. Brauche ich eh nicht mehr. Die beiden Mercedes fahren hier auf Soft. Aber auch das sollte eigentlich reichen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, Platz 17 hat eine 1,36,9. Also, alles gut. Auch Grosjean ist in Q2. Wunderbar. Rausgeflogen sind, ich glaube, wie schon in Melbourne, beide Sauber, beide Renault und beide Männer. Also das verwundert aber auch nicht, weil das sind wirklich die 3 schlechtesten Autos hier im Feld. Aber das ist schon Wahnsinn. 4. Platz. Naja, auf ins Q2. So, Setup. Habe ich neue Reifen oder muss ich mit den alten nochmal fahren? Das sind die alten, ne? Ja, okay. Gut, ich habe neue Reifen. Schön. Denn jetzt gilt's. Ich habe so ein bisschen Druck hinter mir. Das heißt, ich kann nicht so langsam fahren, wie ich es gerne hätte. Obwohl, der fährt auch ziemlich langsam. Ich mache nicht aus, so wie das Auto. So. Jetzt gut in diese letzte Kurve reinkommen, beziehungsweise aus dieser letzten Kurve rauskommen. Ja, das war gut. Nicht perfekt, aber gut. Die Kurve jetzt halbwegs passabel genommen. Hier ein bisschen zu weit raus. Beim Einlenken und beim Reinfahren.
will es nicht verschreien, aber das könnte eine 1,34 werden. Ja, kommt zu weit raus. Dann war es das mit der 1,34 Zeit. Und 36,0. Von Perez und der ist so ungefähr in diesem Bereich, Platz 10. Und es ist doch eine 1,34. 1,34,6. Und das muss einfach reichen. Es muss reichen. Vorbei. Ach, Rosberg, der ist eh auch auf einer langsamen Runde, oder? Ja, mit der Zeit bin ich auch sehr zufrieden. Achso, ich sollte jetzt nicht irgendwie im Dreck rumfahren, das tut den Reifen ja auch nicht gut. Ich bleibe so vorne jetzt stehen. So. Na, Verstappen wird auch langsam. Dann holen wir dich mal zurück. Mal sagen, Q3 ist auch gebongt. Weil mit einer 1,34,6 Entschuldigung, mit einer 1,34,6 sollte man eigentlich schon unter die Top 10 kommen. So, schauen wir mal. Ja, das sieht doch gut aus. 1,5 Sekunden Vorsprung auf Jensen Button, der Elfter ist. Das heißt, guck mal, was ist jetzt los? Das heißt, Raikkonen, Ricardo, Verstappen, Alonso, Grosjean, Hülkenberg, Perez und Button. So viele Fahrer müssten jetzt noch deutlich schneller werden. Und das wird nicht passieren. Da lege ich mich jetzt fest. Die beiden Red Bull mit Softreifen. Das heißt, die werden dann noch im Rennen mit den Soft beginnen. Und beide Haas sind wieder in Q3. Wie schon in Melbourne, aber diesmal dürfen wir sogar mitfahren, weil diesmal habe ich das Auto nicht geschrottet. Auf in den Kampf um die besten 10 Startplätze. Jetzt können wir auch die Reifen voll belasten, denn der Start erfolgt mit den Reifen aus dem zweiten Qualifying.
wo man die beste oder die schnellste Runde hingelegt hat. So, hinter, was ist das? McLaren, glaube ich, oder? Ja, hinter Alonso. Das gefällt mir gar nicht. Alonso kommen nämlich vorbei, das heißt, langsamer werden, um Abstand zu gewinnen. Und uns ist ja genug Platz. Es sollte eigentlich genug Abstand sein, dass wir hier mindestens eine Runde freie Fahrt haben. Oh. Da springt das Auto gleich hoch. Zu früh gebremst. Die Kurve zu Ende genommen. So, 1,34er Zeiten jetzt schon nicht schlecht. Fahren, aber ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das habe ich schon in der ersten Kurve versendet. Danny Ricciardo mit einem Rennen 34,2. Da sieht man mal, zu was der Red Bull fähig ist. Ja, das könnte auch eine 1,34,5. Fahre ich jetzt nochmal eine schnelle Runde oder gehe ich lieber erstmal rein und hole mir nochmal. Ich gehe erstmal rein. Speck setzt dann 1,33er Zeit rein. Nicht im Dreck fahren. There's only one lap of fuel remaining. Okay, schon auf Platz 5 zurückgefallen. Auf die 6, aber ich glaube, ein 6. Startplatz da, also da würde ich mich auch gut mit anfreunden können. Okay.
Ja, das heißt jetzt beide Ferrari, beide Red Bull und beide Mercedes. Vorne, oder? Und Jungs, schiebt mich schneller rein. So, Session-Info erstmal gucken. Ja. Mercedes, Ferrari und Red Bull sind vorne und der Rest ist eigentlich sehr weit hinten. Eine Sekunde zwischen uns und Fernando Alonso. Beschleunigen wir mal ein bisschen die Zeit. Und nochmal raus. Eine Runde sollten wir mindestens noch haben. Eine zweite wird schwierig. Vor allem auch mit dem Benzin. Aber Startplatz 7 wäre eigentlich auch in Ordnung. Also, was heißt in Ordnung? Das wäre super. Den Teamkollegen geschlagen. In die Top 10 gefahren. Aber vielleicht geht ja noch was, wenn die großen drei Teams da irgendwie da noch irgendwie reinzufunken. Jetzt muss uns allerdings eine perfekte Runde eigentlich kommen. So, ein Fettgemisch. Okay. Der Speed scheint nicht so gut zu sein. Oh Gott, Verkehr. Oh Gott, der Teamkollege. Zu eng genommen. Ja, okay, die ganze Runde ist für den Eimer. Aber das war jetzt nicht Grosjeans Schuld. Mein lieber Romar, das wird aber noch sehr, sehr eng. Wenn du noch eine Runde fahren willst. Das wird ja bei mir schon sehr eng. Ich glaube, alle, die jetzt hinter uns sind, auf der Strecke. Oh.
zu spät auf Fett gestellt. Naja, das gibt wieder Einbußen. Dann fahre ich die jetzt noch zu Ende. Schnell zu Ende. Ich zweifle, dass das eine Verbesserung wird. Auch wenn hier gerade im Moment noch grün ist. Ja, ne, wird nix. Aber siebter Platz ist auch ganz gut. Bin ich sehr zufrieden damit. Das Team auch. Kurze und knappe Reaktion. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Hamilton, Rosberg und Daniel Ricciardo. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Heiko Wasser nimmt mir die Worte aus dem Mund. Nicht vergessen einzuschalten. Beide Haas in den Top 10. Das verspricht ein tolles Rennen zu werden. Aber gut, das war auch in Melbourne so. Oh, es gibt wieder Ressourcenpunkte. Jawohl. So haben wir das doch gern. Damit ist das Ganze ausgeglichen, die Rivalität. Und wir sind auch, was die Fahrerposition angeht, wieder im grünen Bereich. Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum Rennen. Auf Wiedersehen.